Hat es geschickt. Sounds like a plan. Oh, hier ist jetzt auch wieder Panzerschlacht angesagt unten. Auf das Signal. Weißt du, was jetzt angesagt ist? Flo? Ja? Lässt du deine Panzer bei mir ein bisschen stehen? Ja. Ich schick meine Panzer jetzt unten rein. Auf das Signal. Und zwar alle. Oh, ihr werdet so genägert. Ihr. Boah, ich werde euch so richtig kaputt machen. Ah, ihr ging mir am Anfang so auf den Keks, ne? Ey, ich hab 50 Jagdpanzer, 8 schwere Artillerie, 12 mobile Antiflugzeugfahrzeuge, 10 MG-Schützen und 22 Mörserschützen. Ihr werdet geraped. Ja, die haben jetzt eh keine Verteidigung mehr da unten. Was ist? Bin unterwegs. Vielleicht haben sie gar nichts mehr da unten. Guck mal, wie ihre Flugzeuge alle vom Himmel kommen wegen meinen mobilen Flakgeschützen. Ja! Yeah. Ey, nicht! Zieh die Atombombe weg, Mann! Die vergiften alle unsere Einheiten, Mann! Zieh sie weg! Ja, weit weg. Der rote ist geschickt. Ja, der türkise jetzt auch. Und ob der geschickt ist. Auf das Signal! Auf das Signal! Die Panzer sind einfach nur schlecht dagegen. Ah, jetzt kommen die Bomber und hauen es weg. Perfekt. Oh Mann, Florian, ey, was soll die Scheiße denn? What? Meine ganzen Einheiten werden verstrahlt wegen deinem verfickten Bomber, Mann, zieh die da weg, Alter. Ja, okay. Oder setz die irgendwo im Schatten rein, da, wo die, links unten, wo die sind, Mann, wo wir noch lange nicht sind. Die ja. Verstrahlen da alles, Mann. Bye.
Oh nein, da sind noch voll viele Flugabwehr. Ja, ist auch gut so in dem Moment. Auf das Signal! Deine Bomber, die jetzt kommen, alle nach links auf, das, auf die Festung drauf. Damit nimmst du auch genug links weg. Ja, jetzt wird er geraped. Mit Ansage. Auf das Signal. Auf das Signal. Die nächste Mal zweimal überlegen, ob er sich mit uns anlegt. Ja. Der wird gar nicht lange überlegen, Mann. Der wird sofort sagen, nein. Nein. Bitte nicht. Scheiß Penner, der Typ, ey. Was denn denn auf Gebäude? Was ist denn überhaupt da? Hier ist der Busse, der pusht schon. Seine Gebäude, die hau ich weg wie ein Pushkick. Hier, er hat sie mir ergeben, Alter. Ah, den haben wir richtig gefickt, ey, am Ende noch. Jawohl. Boah, jetzt aber, ne. Ich hab nicht mal die beste KD, Alter. Die hat der Florian. Ganz geil. Aber ich hab die größte, ne, ich hab auch nicht die größte Armee. Was, ich hab nicht die größte Armee? Ich hab 141 nur hier oben, ey. Obwohl, der Türkis hat auch echt verdammt scheiß viele Einheiten gehabt. Ich hab meiste zerstörte feindliche Einheiten. Boah, das erste, was ich bei Schlachten hab. Ah, ne, das bist du. Du hast nur Niederlagen, Alter, aber okay, ich auch. Scheiße. Ich hab von uns die meisten zerstörten Gebäude. Und zerstörten Stadtzentren. 9 Stück. Jo. Ich hab gar nichts am meisten, aber ich hab immer alles so genug gebumst. Ich habe nur 4 Käufe von Elite-Aufwertungen, das kann aber nicht sein. Ich habe alle aufgelevelt. Wirtschaft. Ich habe am meisten Stein abgebaut, fast 100.000. Ich habe nur Niederlagen hier am Anfang. Ja, ich auch, Alter, boah. Überhaupt Niederlagen, das stimmt überhaupt nicht. Gold habe ich 88.000 gesammelt. Was? Und Nahrung habe ich 73.000 gesammelt, der zweite ist Joel mit 34.000. Jo. Aber das war echt schon krass, Mann. Oh, Joel, wie viel Steine hast du? 95.000. Geil, ne? Der zweite hat 45, das bist du. Und Florian hat am meisten Öl. Oh Mann, ey. Hattest du nicht irgendwie Ölknappheit erst, Alter? Ja, letzten Endes habe ich dann noch Burger reingesteckt. Du Vollidiot, ey. Genauso scheiße wie mit deiner Idee, am Anfang nur Atombomber zu bauen, Mann. Wir hätten alle viel leichter haben können. Hättest du am Anfang direkt
Nein, sehr leise jetzt. Hättest du am Anfang direkt Panzer gebaut. Deswegen haben wir gewonnen, weil ich immer Atombomber gemacht habe und euch gerettet habe. Nee, du hättest Panzer reinschicken können. Deine Atombomber haben uns letzten Endes haben deine Atombomber mir die Hälfte meiner Armee gezeckt, Mann. Genau deshalb haben wir gewonnen, weil ich euch immer mit meinen Atombombern gerettet habe. Nein, das stimmt nicht. Genau deshalb. Ach, herrlich. Ich habe am meisten geschickt. Ich habe 3 Gebiete erobert und 8 beansprucht. Yay! Meiste Mausklicks, ja. Yeah. Florian hat am meisten die Luftflagge gehabt. wegen seinen scheiß Atombomben, Mann, ey. Nur deswegen. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich habe noch nie so eine Scheißkrone gekriegt, irgendwie. Ich habe mich noch nie dafür interessiert. Wie kann man denn nachkommen mit den Flaggen? Da steht extra ganz oben drauf Flaggen. Neben Militär 1. Gesehen? Hm. Wenigste Mausklicks. Faulster Spieler. Boah, ich habe echt nur Niederlagen eingeheimst, nur am Ende ein paar Siege. Und dann selbst dazwischen noch haufenweise Niederlagen und Pyrrhus-Siege. Aber ey, wenn du jetzt mal guckst, ne? Wenn du jetzt mal guckst, was bei diesen ganzen scheiß Schlachten an Armeen dabei waren, ne? Bei uns siehst du so 3-4 Reihen immer. Hier, ich habe 6 Veteranen-Jagdpanzer, ne? Davon nur 28 Verluste, 2 Außenposten, 10 Elite-MG-Schützen, 10 Verluste, okay, die sind alle draufgegangen, wegen gewissen Atombombern, die sie verstrahlt haben, ich will jetzt nicht erwähnen, von wem die waren. Eine Festung, 3 Atombomber, 26 Elite-Mörser, 17 Verluste nur. Und meine Atombomber habe ich übrigens alle Kilometer weit weggeschickt auf andere Gebäude. Ich habe 122 Gebäude verloren, ey. Was, Alter? 122. Und Florian, der hat doch zwischendurch so rumgeheult, so, oh, die zerstören mir alles. Der hat 5 Gebäude verloren. Oh, die haben den nicht mal zerstört, man. Das waren nur Mauern, die zerstört haben. Aber mir haben sie. Okay, mir haben sie auch nicht so viel genommen im Endeffekt. 54, das geht sogar noch. Oh, heftig, ey. Aber ich hab 328 Einheiten verloren. Fuck. 494. Ich habe 72 Gebäude von denen zerstört. Und 732 Einheiten eliminiert. Ja! Boah, Alter, der Türkise, der hat echt kassiert. Ja, der Türkise, ey, der wurde geraped. Der Russe. Aber der hat doch echt so eine Russentaktik, so einfach Tausende reinschicken. Immer. Ja, das war ja, die haben ja auch so immer. Wenn du guckst, Russland, die haben ja hinten so ein Riesengebiet und dann schicken sie alles vom Ural rüber rein immer. Also wenn sie mal einen Krieg führen. Die müssen sich alle einhaken und dann auf die MG-Nester zu rennen. Ja, als ich das gehört habe, dachte ich so, was bitte, ey? Du meintest das auch, ne? Dass sie so dass sie einem aus Verzweiflung damals, wo die Deutschen angegriffen haben, so Bürger da reingeschickt haben in die MG-Nester. eingehakt und dann einfach drauf losgerannt. Yo, das hilft ja auch so viel, wenn sie mit den MGs auf einmal anfangen zu feuern. Naja, Jungs, 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 ich beende mal die Aufnahme und zwar jetzt auf Wiedersehen.